Hallo, liebe Facebook-Freunde von Die Linke und die, die trotzdem einfach so reinseppen, obwohl sie noch nicht auf Gefällt mir gedrückt haben, was ihr hoffentlich danach tun werdet. Ich befinde mich hier im Karl-Liebknecht-Haus und wie man unschwer erkennen kann, ist an meiner Seite Katja Kipping. Hallo, Katja. Hallo. Es ist ja so, dass wir jetzt ein Frage-Antwort-Spiel hier machen. Also ich frage dich was und zwar nicht nur das, was ich mir ausgedacht habe, sondern auch das, was die Leute da an ihren Bildschirmen sozusagen sich ausgedacht haben. Und du antwortest darauf. Das heißt, fragt fleißig und fragt viel. Dann gibt es auch Möglichkeiten, dass ihr sozusagen die Frage direkt durch meinen Mund an Katja stellen könnt. Ich würde aber erstmal, bevor wir damit anfangen, mit was anderem anfangen und zwar mit der Bundestagswahl. Die ist ja noch gar nicht so lange her. Eigentlich, um genau zu sein, 2 Wochen ungefähr? Ja, ich glaube. Es sind schon fast wieder 4 Wochen. Sind schon fast wieder vier ja, Wochen. Wie die Zeit vergeht. Boah, ich muss ehrlich gestehen. Noch gar nicht lange her, da standst du als Moderator da auf der Wahlbühne. Stimmt. Und wir haben uns gefreut über ein tolles Abschneiden. Absolut, völlig. 9,2%. Ich muss zugeben, ich war zwischendurch im Urlaub, deswegen kommt mir das eher so ein bisschen. Genau, 9,2%, 500.000 mehr Stimmen. Katja, was sagst du zu dieser Bundestagswahl? Ich habe mich total gefreut über unser Ergebnis, weil es echt ein gutes Ergebnis ist. Aber natürlich hatte man an dem Abend sofort gemischte Gefühle angesichts des Gesamtergebnisses, weil das Gesamtergebnis ist Ausdruck einer Rechtsverschiebung, nicht nur das Ergebnis der AfD, sondern insgesamt. Und das zeigt uns schon eins, es gibt in der Gesellschaft eine Rechtsverschiebung und da müssen wir ran und da liegt eine große Aufgabe vor uns. Ja, das stimmt allerdings. Was gibt's denn für Möglichkeiten? Ich meine, der Bundestag wird sich konstituieren. Was gibt's denn für Möglichkeiten, wo man anpacken kann? Ich meine, ich habe jetzt auch ein bisschen rumgesurft im Netz. Es gibt durchaus, wie gesagt, Möglichkeiten. Wo siehst du denn für uns Spielräume? Also ich würde sagen, wir haben jetzt eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion. Also zum einen gilt es, sich dem gesellschaftlichen Rechtsruck entgegenzuschieben und diejenigen zu ermutigen, die sich jetzt an der Frage, wie hältst du es mit rechts oder mit den Geflüchteten politisieren, zu ermutigen. Zum anderen müssen wir sagen, gibt es ja in diesem Land eine große soziale Spaltung und eine verfestigte Armut. Und das wird sich unter einer Bedingung einer Jamaika-Regierung nicht verbessern, sondern im Gegenteil, das wird sich verschärfen. Denn Jamaika wird eine Politik für die Reichen machen und für die Wohlhabenden. Und sie wird sie auf dem Rücken der Armen und der Mittelschichten durchführen. Und hier ist ja unsere Aufgabe, unser klares Einstehen gegen Armut total wichtig. Also wir werden Jamaika und all denjenigen, die glauben, eine Regierung der Reichen auf den Rücken der Armen zu machen, Feuer unterm Hintern machen. Und ein dritter Punkt, der jetzt natürlich wichtig ist, weltweit hat man das Gefühl, die Krisen nehmen zu, die Welt wird unruhiger. Genau in so einer Situation braucht es mehr denn jene Kraft, die verlässlich für Frieden und für Abrüstung streitet. Und das machen wir. Ja, völlig. Das haben die letzten 4 Jahre gezeigt, dass wir natürlich als Oppositionsführer, was wir jetzt leider nicht mehr sind, aber dass wir als Oppositionsführer auch wirklich Dampf gemacht haben mit, glaube ich, den meisten Anträgen überhaupt, also weit, weit vor den Grünen. Genau, wir hatten viele, viele kleine Anfragen, wo wir überhaupt erstmal Transparenz hergestellt haben, was so ansteht. Ich habe immer gesagt, wenn es um die Rüstungsexporte geht, sind wir als Linke so das, was Edward Snowden für die NSA war. Wir waren nämlich Whistleblower und haben Öffentlichkeit dazu hergestellt. Wir haben auch immer wieder deutlich gemacht, das muss nicht so weitergehen. Das ist kein Naturgesetz, dass irgendwie die meisten, wenn sie in ihre Rente denken, damit rechnen, dass sie dann in Altersarmut leben müssen, sondern da kann man was anderes machen. Und wir haben ein geniales Steuerkonzept vorgelegt, wo wir eins beweisen. All diejenigen, die immer den Leuten einreden, wir sind für Steuersenkungen, die sollte man einfach mal nachfragen, wer profitiert eigentlich von diesen Steuersenkungen. Wir haben deutlich gemacht, es ist möglich, die Mittelschichten besser zu stellen, alle vor Armut zu schützen und das noch einkommensneutral, nämlich indem man die Superreichen und die Millionäre stärker besteuert. Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ne? Weil die müssen sich genauso wie alle anderen an dem Gemeinwohl beteiligen. Deswegen sind wir ein Sozialstaat, nicht wahr? Also, du hast angesprochen Jamaika. Die Verhandlungen stehen an. Ich glaube, gestern war der erste Tag, genau, wo die Verhandlungen losgegangen sind. Was hältst du von Jamaika? Also ich meine nicht das Land, sondern... Ja, in dem Land ist es, glaube ich, wärmer, während es in Jamaika hier eher für soziale Kälte steht. Ja. Und ich habe schon gesagt, die werden mehr Druck machen in Richtung, also FDP wird Druck machen in Richtung mehr Privatisierung, in Richtung Sozialkürzungen. Die Grünen
nicht so einen starken Einfluss, werden maximal in der Ökologie ein bisschen was raushandeln. Das heißt, sie werden auch keinen Druck zum Sozialen machen. Das heißt, es wird natürlich im Sozialen, also es droht Sozialabbau und Verschlechterung und noch mehr Armut hierzulande. Und dann ist es ja, das ist ja auch sehr öffentlich geworden, diese Regierung diskutiert vor allen Dingen über Obergrenzen für Geflüchtete. Ich finde aber, welche Grenze wir wirklich brauchen, ist eine Untergrenze für Armut. Und diese Untergrenze sollte bei null liegen, denn Armut muss in diesem reichen Land ein Fremdwort werden. Schön wär's, Katja. Schön wär's. So. Ja, da gilt es noch einiges zu erarbeiten. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Wenn man sich, ich meine, in Berlin auf den Straßen umschaut, also wenn man überlegt, wie viele Menschen in Deutschland auf der Straße leben müssen und nicht nur das, sondern in Beschäftigungsverhältnissen sind, die wirklich arm durch Arbeit werden, das ist traurig, das ist ein Trauerspiel. Ja, also du merkst die Probleme an allen Ecken und Enden. Ja, das siehst nicht nur bei den Leuten, die irgendwie am Bahnhof Flaschen sammeln müssen. Du musst auch einfach nur mal dich in einem Krankenhaus mit Beschäftigten unterhalten, wo die sagen, die haben ja diesen Beruf erlernt, nicht um super reich zu werden, sondern weil sie gerne mit Menschen arbeiten. Sagen die aber, die müssen häufig, weil so ein Personalmangel ist, im Minutentakt sozusagen am Patienten arbeiten, wie am Fließband, ja, und schaffen es manchmal nicht mehr, sich die Hände zu desinfizieren zwischen zwei Patienten. Und das erhöht den Krankenstand auf beiden Seiten. Auch das ist ein wichtiger Kampf, an der Seite der Beschäftigten für mehr Personal im Pflege- und Gesundheitsbereich zu streiten. Da haben wir also einiges vor. Da wird der Patient zur Ware, genau. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es war ja Klausurtagung. Da hat es ja ganz schön gerappelt in der Kiste. Wie ist denn der Stand? Wie siehst du denn die Sachen, die natürlich auch in den Medien hochgekommen sind und die momentane Situation, die jetzt entstanden ist? Wie siehst du denn das Ganze? Also in der Tat, die Fetzen sind geflogen. Am Ende würde ich sagen, wir haben den tragbaren Kompromiss, für den ich auch sehr geworben habe. Es hat ja im Vorfeld und auch zu Beginn der Klausur sehr heftige Unterstellungen und Anschuldigungen an meine Person gegeben. Und ich will hier eins klar sagen, das weise ich entschieden zurück. Und die Anschuldigung, für die gibt es auch keine Belege. Ich kann aber sagen, was ich und Westbernd Rixinger wollten. Wir wollten von Anfang an, das haben wir auch sehr schnell auf einer Pressekonferenz gesagt, wir wollten, dass die beiden Spitzenkandidaten als Fraktionsvorsitzende vorgeschlagen werden. Da hat es auch einen einstimmigen Beschluss des geschäftsführenden Parteivorstandes gegeben. Und wir haben auch für ein gutes Ergebnis für die beiden geworben. Zweitens wollten wir, dass im Fraktionsvorstand, und das ist immer umkämpft, wenn eine Fraktion neu zusammenkommt, wer kommt da rein, welche Gruppe wird wie vertreten, da habe ich noch keine Fraktionskonstituierung erlebt, wo es nicht darum Kämpfe gibt. Das ist eigentlich ein normaler Prozess am Anfang. Und wir wollten in diesem Prozess, dass im Fraktionsvorstand die Fraktion in ihrer Breite vertreten ist. Und da muss ich klar sagen, da hat es in den letzten 2 Jahren Defizite gegeben, wo ungefähr ein Drittel der Fraktion das Gefühl hatte, dass sie bei Öffentlichkeitsarbeit, aber auch bei Kernzeiten und Redezuschreibungen sich eher ausgegrenzt gefühlt haben. Das ist nicht gut, weil um in dieser gesellschaftlichen Situation wirklich schlagkräftig zu sein, können wir es uns nicht leisten, gute Abgeordnete auszubremsen. Und deswegen haben wir gesagt, diese Defizite müssen behoben werden, der Fraktionsvorstand muss die Breite widerspiegeln. Dafür haben wir uns eingesetzt, da gab es verschiedene Instrumente, zum Beispiel das Stimmrecht der Vorsitzenden. Am Ende würde ich sagen, sind wir diesem Ziel näher gekommen, weil wir einen guten Kompromiss erreicht haben, wo auch Leute im Fraktionsvorstand sind. Wir haben auch eine neue Stelle geschaffen, nämlich eine Beauftragte für soziale Bewegung, um deutlich zu machen, wie wichtig nach unserem Politikverständnis es ist, dass wir halt nicht nur im Parlament arbeiten, sondern auch das, was in der Gesellschaft läuft, unterstützen. Und mit Sabine Leidig haben wir da eine ehemalige Geschäftsführung von ATTAC erreicht an dieser Stelle. Das heißt also, da haben wir auch noch ein wichtiges Signal nach außen gesetzt. Insofern würde ich sagen, der Kompromiss ist gut. Ich habe sehr für den geworben, habe mich dann auch gefreut, dass am Ende auch Sarah Wagenknecht auf diesen Kompromiss eingegangen ist und Abstand genommen hat von der Politik der Rücktrittsandrohung. Ich muss aber eins sagen, kann jetzt nicht sagen, alle Konflikte sind komplett weg, weil es gibt schon noch mal eine Auseinandersetzung um den Charakter unserer Partei. Und ich beschreibe den Konflikt wie folgt. Wollen wir eine Linke als demokratische Linke, wo Wahlen stattfinden können, wo Leute frei kandidieren können, ohne Angst, dass dann immer sozusagen die berühmteste Person zurücktritt? Oder wollen wir eine Partei, wo es eher Basta-Politik gibt? Und ich bin sehr dafür, dass wir Inhalte kontrovers ausdiskutieren, aber eine Sache klar haben, dass wir einen Charakter als demokratische Linke haben, wo die Leute frei in ihren Entscheidungen sind. So viel zu diesem Statement von dir.
Katja, ich habe jetzt hier ein paar Sachen bekommen. Also eine sind ein paar Fragen, die sind schon etwas länger im Netz. Und dann haben wir jetzt hier natürlich auch schon aktuelle Sachen bekommen. Ich würde einfach mal eine Frage vorlesen. Mhm. Und du lässt dich ein bisschen überraschen, was da kommt. Ich bin nämlich selber ein bisschen überrascht. Es findet sich bestimmt auch im Parteiprogramm. Aber habt ihr vernünftige Vorschläge, wo die Kohle zur Entlastung der sozial schwächeren Gestellten herkommen soll? Abgesehen von der Besteuerung der Reichen und Vermögenden. Also erstens finde ich, die Besteuerung von Einkommensmillionären und Vermögensmillionären ist ein wichtiges Instrument. Also allein durch die Millionärssteuer auf Vermögen würden wir 80 Milliarden einnehmen, was sozusagen den Ländern zugutekommt, zum Beispiel für bessere Bildung. Da müssen wir dringend dran. Oder für die Schaffung von mehr Barrierefreiheit. Ich habe aber natürlich auch noch eine weitere Stelle. Es gibt auch Bereiche, wo man sparen kann. Also ich finde, im Verteidigungshaushalt, im Rüstungshaushalt, da ist jede Menge Einsparpotenzial. Und was wir uns auf jeden Fall nicht leisten können, ist jetzt noch zusätzlich mehr Geld einzuplanen für das NATO-Aufrüstungsdiktat. Also nochmal diese 2% NATO-Aufrüstungsdiktat heißen, dass wir ab dem Jahr 2025 rund 35 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr aufwenden müssen, einfach um Panzer und Bomber zu kaufen. Und da würde ich sagen, das Geld verwenden wir lieber für Bildung und im Kampf gegen Kinderarmut. Total toll. Wie wäre es denn, wenn wir den Wehretat halbieren und den Bildungsetat verdoppeln? Ha? Guter Vorschlag. Das wäre doch mal eine ganz, ganz gute Sache. Nächste Frage. Wie würde sich mein Leben beispielsweise als Student oder Absolvent, der nicht gleich eine Stelle findet, ändern, wenn die Linke endlich, in Klammern, mehr zu sagen hätte? Ich freue mich sehr über das endlich, weil ich finde auch, wir müssen dringend mehr zu sagen haben. Also, ich meine, wir würden nicht in das Leben der Leute reinregieren, aber ich kann ja ein paar Maßnahmen nennen, für die wir uns stark machen. Also wir sagen, es braucht ein elternunabhängiges BAföG von 1050 Euro für jeden, der studiert, für diejenigen, die, wir wollen auch für Auszubildende, dass es da eine Mindestausbildungsvergütung gibt. Da gibt es aber gerade noch eine gesellschaftliche Debatte, wie hoch die sein soll. Und wir wollen eine sanktionsfreie Grundsicherung. Hinzu kommt, gerade für junge Menschen, die in den Beruf einsteigen, die leiden oft darunter, dass es nur noch befristete Arbeitsverträge gibt. Hier sagen wir, sachgrundlose Befristungen werden gestrichen. Für Akademie, es gibt ja auch an den Unis eine breite Schicht des akademischen Proletariats oder des akademischen Prekariats eher, weil die ja immer nur befristete Verträge haben und dann sozusagen immer nach der Hälfte der Zeit schon gucken müssen, wo kriegen sie den nächsten Auftrag her, das nächste Sonderprogramm, wo kommen irgendwelche Drittmittel her. Und hier haben wir einen ganz einfachen Vorschlag, der kostet noch nicht mal mehr Geld. Der Bund ist auch jetzt der größte Drittmittelgeber für die Universitäten. Aber da gibt es immer nur zeitlich begrenzt und projektgebunden und deswegen können mit diesem Geld immer nur befristete Plätze geschaffen werden. Wir sagen jetzt, dieses Geld soll einfach in die Grundfinanzierung der Hochschulen und Unis fließen und dann können davon auch unbefristete Arbeitsplätze geschaffen werden. Kostet nicht mehr Geld, schafft aber für die Menschen unglaublich mehr Sicherheit und ermöglicht auch jungen Menschen eher, sich für eine Familie und fürs Kinderkriegen zu entscheiden. Finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Und hinzu kommt noch, da Studenten ja auch oftmals jobben, 12 Euro Mindestlohn. Genau, 12 Euro Mindestlohn ist unsere Forderung. Ich will nochmal begründen, wie wir auf diese Zahl gekommen sind. Ja. Wir haben einfach ausrechnen lassen, wie hoch den Stundenlohn sein müsste, wenn jemand, der Vollzeit Standardrentner gearbeitet hat, um dann auf eine Rente oberhalb von Hartz-IV-Niveau zu kommen. Und das ist ja das Mindeste. Das ist das absolut Mindeste. So, wir haben es tatsächlich, Katja, die Zeit verging viel schneller als gedacht. Mit dir vergeht die Zeit wie im Flug, ja. Das jetzt aber, vielen Dank. Katja, eine Sache haben wir noch und zwar, du bist ja auch absolute Vorreiterin, was das bedingungslose Grundeinkommen anbelangt. Hier hat Katharina Raub gefragt, was ist mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und der Abschaffung von Hartz IV? Wie ist da die Position der Linken? Wir müssen uns leider in zwei Minuten schon Schluss machen. Alle Linke eint, wir wollen das Hartz IV-Sanktionsregime abschaffen. Völlig. Wir wollen es ersetzen durch gute Arbeit, längeres Arbeitslosengeld 1 und eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro. Beim Grundeinkommen ist bei uns nicht entschieden, wie die Mehrheits- oder die Minderheitenposition ist. Wir haben aber drinstehen, dass das eine Debatte ist, die wir in aller Kontroverse führen wollen und die wir auch als einen Gewinn betrachten. Deswegen wollen wir im Bundestag eine Enquete-Kommission Grundeinkommen. Ich persönlich brenne dafür und ich würde mal sagen, dieses Thema kommt, das beschäftigt uns mehr und dieses Thema sozusagen gewinnt auch deswegen an Brisanz, weil in Zeiten von Digitalisierung wir nochmal ganz anders beantworten müssen, wie wir die sozialen Garantien für alle sicherstellen. Also ein Zukunftsthema, was wir führen müssen. Ich will aber mal sagen, dass diese Punkte, wo meine Fraktion, meine Partei sich einig ist,
die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt ist. Und ich freue mich auf den Tag, wenn wir das gemeinsam erstritten haben. Oh, ein würdevolles Leben für alle, das wäre natürlich fantastisch. Also es ist festzuhalten, es gibt viel zu tun, es gibt viel anzupacken, auf jeden Fall. Es geht am Ende darum, dass jeder im aufrechten Gang an dieser Gesellschaft teilhaben kann. Das wäre toll. Ich habe hier noch eine ganz kleine, Sina Schmidt, ganz liebe Grüße an dich, Katja. Danke für dein Engagement, deine Stimme fürs BGE, deine Unterstützung von mein BGE und sanktionsfrei. Dann gibt es ja so einen Daumen nach oben. Und sanktionsfrei.de ist eine tolle Initiative, um jetzt mal kurz Werbung zu machen für ein großartiges Projekt. Schaut einfach mal im Internet unter sanktionsfrei.de. Die unterstützen Hartz-IV-Betroffene im ganz besonderen Maße. Und das vielen Dank für die Grüße, liebe Grüße zurück. Ja, und das machen wir natürlich auch in den ganzen, in den ganzen Ortsverbänden und so weiter gibt es auch viele Leute, die bei Hartz-IV unterstützt werden. Genau. Also viele kleine Gruppierungen. Es gibt Beratungsangebote, genau. Unterstützung und ich kann nur jeden raten. Wir haben auch als nochmal eine Broschüre herausgebracht. Ich bin ja selber auch immer wieder früh vom Jobcenter und verteile da Hinweise, weil ich kann nur jeden raten, es lohnt sich, sich zu Wehr zu setzen und keiner sollte allein aufs Amt. Das ist immer besser, wenn man noch eine zweite Person dabei hat. Völlig. Also wenn in einer Gesellschaft, wo die Familie Klatten 1 Milliarde einfach so bekommt und andere Leute, was weiß ich, mit einem absoluten Mindestlohn auf Arbeit buckeln müssen, sich die Knie kaputt machen müssen und nur durch das Recht der Geburt sozusagen diese Leute so viel Geld verdienen, ist absurd, oder? Mhm. Völlig absurd, ich finde das. Diese Beschreibung zeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine handlungsfähige, schlagkräftige Linke haben. Absolut. So, es gibt hier tatsächlich noch ganz, ganz viele andere Fragen. Ganz, ganz viele andere Fragen. Katja, vielleicht sollten wir das nochmal machen. Da verabreden wir doch gleich einen Termin. Das würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei den Leuten da draußen an den Bildschirmen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und Katja, wir gucken gleich mal unseren Terminkalender. Genau, das machen wir. Tschüss, bis demnächst. Bis dann. Ciao, ciao.